Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht umsonst: Inna al-imana la yakhlaqu kama yakhlaqu al-thawb al-khaliq. Inna al-imana, sagte sallallahu alaihi wasallam, wahrlich der Glaube, la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu al-thawb al-khaliq. Der Iman wird alt in euren Brüsten, so wie ein Kleidungsstück alt werden kann. Eine Hose, ein Pullover, ein T-Shirt. Probier das mal aus. Leg mal ein Pullover für Jahre irgendwo hin. Was passiert? Pullover stinkt, sind Risse, Löcher. Ja? Vielleicht kannst du diesen Pullover gar nicht mehr tragen. Warum? Weil dieser Pullover alt wird und schlecht wird. Und genauso andere Dinge, wie zum Beispiel dein Auto. Wenn du dein Auto irgendwo hinstellst, für Jahre, 10, 20 Jahre, und weder wechselst du das Öl, noch wechselst du die Bremsen, noch kümmerst du dich überhaupt um dieses Auto, was passiert mit diesem Auto? Es wird schlecht, vielleicht kannst du es nicht mehr benutzen. Und genauso der Iman, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Der Iman steigt und sinkt. Der Iman wird stark und wird auch schwach. Das ist der Iman, steigt und sinkt. Wird stärker, wird schwächer. Das heißt, wenn du den Iman einfach nur so auf Seite legst, wenn du dich nicht um dein Iman kümmerst, dann wird der Iman schwach. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Jaddidu imanakum, erneuert euren Glauben. Und dann haben die Sahaba gesagt: Ja, Rasulullah, okay, wenn du jaddidu imanana, wie sollen wir unseren Glauben erneuern? Dann sagte er sallallahu alaihi wasallam: Qulu la ilaha illallah, sagt la ilaha illallah, tujaddidu imanakum. Damit werdet ihr euren Iman erneuern. Und an der Überlieferung sagte er: Iqra'u al-Qur'an, tujaddidu imanakum. Lest den Koran, damit werdet ihr euren Iman, also lest den Koran, damit werdet ihr euren Glauben, euren Iman stärken können. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam will uns damit sagen, der Hadith ist sahih, in den Sunnah-Büchern überliefert, er will uns damit sagen, dass wir uns um den Iman kümmern müssen, indem wir Wissen aneignen. Und indem wir gute Taten praktizieren. Und indem wir auch dem Wissen Taten folgen lassen. Denn damit erneuern wir unseren Iman und damit stärken wir auch unseren Iman. Und damit schützen wir auch unseren Iman. Weil ihr müsst euch vorstellen, wenn wir rausgehen, vor allen Dingen in diesem Land, dann gibt es überall, wie ich immer sage, Imansauger. Ja? Es gibt Imansauger. Okay? Überall gibt es Dinge, die deinen Iman nehmen. Sei es auf der Arbeit, sei es in der Schule, sei es in der Uni, sei es sogar in der Familie. Überall hast du Dinge, die dir einfach dein Iman wegnehmen. Und dein Iman wird dann weniger. Okay, was ist deine Aufgabe? Zu sagen, ja Bruder, es ist so schwer heutzutage zu praktizieren. Weißt du, wie das manche sagen, ja? Ja, was willst du machen? Alles schwer, wir leben in Deutschland und hier und da. Und dein Iman wird immer schwächer und schwächer und schwächer. Und dann wirst du irgendwann mal Sünden begehen, von denen du noch nie gedacht hast. Oder vielleicht sogar führt es dazu, dass du sogar den Islam verlässt. Heute gibt es Leute, die den Islam verlassen. Woran liegt das? Es liegt daran, dass sie schwachen Iman haben. Oh.